Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und Toshi wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Banner, welches wir uns auf dem Turnierserver erspielen konnten. Und ja, die Betonung liegt hier auf konnten, also das spezielle Toy kriegt ihr nicht mehr, aber die Systematik hinter dem Ganzen ist immer die gleiche. Dementsprechend kann es euch für das nächste Toy weiterhelfen. Und ich will euch das mal zeigen. Wir haben ein Geschenk hier erhalten, und zwar qualmendes Banner der Aspekte. Das packen wir schon mal aus. Ihr seht, mit All the Things, das ist, glaube ich, steht da einiges an Text dran. Und dieses Banner gab es dementsprechend, wenn ihr bei dem Great Push mitgespielt habt. Bei dem Turnier für M+ ist das. Und zwar in der Dragonflight Season 2. Das gibt es jetzt mittlerweile seit einigen Seasons. Das hat, glaube ich, angefangen mit Shadowlands Season 2. Heißt, es gibt mittlerweile fünf Banner insgesamt. Drei aus Shadowlands, zwei jetzt hier aus BFA. Die alten könnt ihr leider nicht mehr holen, weil halt die Seasons vorbei sind, beziehungsweise diese Tournament-Geschichten vorbei sind. Aber in der nächsten Season könnt ihr das euch holen. Wie das alles funktioniert, will ich euch jetzt einmal erklären und danach schauen wir uns die Banner an. Also, immer kurz, immer ein, zwei Monate, bevor quasi dieses Turnier stattfindet. Ich glaube, MDI heißt es auch. Und da ist es so, dass man sich einmal anmelden muss mit seinem Team. Und das könnt ihr über eine bestimmte Seite machen, die kann ich euch jetzt mal hier reinziehen. Die Seite schimpft sich einmal gamebattles.majorleaguegaming.com, so rum. Und da könnt ihr euch dann anmelden, da gibt es auch anscheinend für verschiedene Spieler was, unter anderem halt auch für World of Warcraft. Und jede Season gibt es dementsprechend ein, so ein Great Push Turnier, da kann man sich anmelden. Und theoretisch spielt man da auch im Preisgeld. Für das Toy müsst ihr das nicht, ne? Da braucht ihr nur relativ niedrige Bedingungen. Ihr müsst aber ein volles Team haben, die sich alle auf der Seite registrieren und dann dementsprechend auch hier die Teilnahme bestätigen. Und erst wenn ein volles Team angemeldet ist, dann wird euer Team freigeschalten. Wenn euer Team dann freigeschalten ist, habt ihr einen bestimmten Zugang auf einen Turnierserver. Und dieser Turnierserver, ihr habt ja unten, wenn ihr quasi euch auf euren Account einloggt, habt ihr eine Serverauswahl. Deutsch, Französisch, Englisch und so weiter. Und ganz an den letzten Reiter werdet ihr dann freigeschalten für Turnier. Da könnt ihr euch einen Char stellen und da gibt es dann Händler, da könnt ihr euch wirklich die Creme de la Creme an Items aussuchen. Also ihr könnt ihr wirklich die maximalen Items alle bei einem Händler kaufen. Ihr könnt euch sogar einen Sack von dem Händler holen, wo, glaube ich, 10.000 Gold drin ist. Könnt ihr so oft rausholen, wie ihr wollt. Also da ist quasi so ein Sandbox-Ding. Also ihr könnt euch den Char so perfekt bauen, wie ihr wollt. Und dann, sobald diese Proving Grounds anfangen, das ist quasi so ein System, wo ihr zwei festgelegte Keys habt. Und im Endeffekt funktioniert es so, die könnt ihr dann immer weiter hochspielen. Und die Leute, die die höchsten und besten Keys spielen, die werden dann später für das richtige Turnier ausgewählt, die Teams. Das brauchen wir alles nicht. Wir müssen diese zwei Grundkeys nur einmal auf 15 In-Time spielen. Und wie gesagt, ihr kriegt das Maximum an Gear, was ihr haben könnt. Da fliegt ihr einfach nur durch mit dem Zeug. Die beiden Keys. Und wenn ihr das habt, dann müsst ihr ein paar Monate warten, bis alles zu Ende ist. Und dann gibt Blizzard euch irgendwann die Banner. So funktioniert das ganze System. Genau. Das einzige Schwierige an der Geschichte ist, ihr müsst halt ein paar Monate vorher fünf Leute zusammenkriegen oder vier mit euch zusammen dann. Und euch da fix anmelden. Und diese Leute müssen dann halt auch zu der Zeit können, wann quasi diese Proving Grounds sind. Das ist, glaube ich, so eine knappe Woche, wo man da Zeit hat. Und dann kann man sich dieses Banner teuer spielen. Wir schauen uns das jetzt einmal an, würde ich sagen. Da haben wir es. Ihr seht, man tanzt dann auch so lustig. Beziehungsweise alle außenrum werden so golden und tanzen, wenn man das aufstellt. Sieht schon ganz cool aus. Und wir können uns auch mal dann noch die anderen Banner angucken. Also das ist jetzt das aktuelle. Dann lass mich mal gucken. Hier haben wir das von letzter Season. Das stellen wir mal noch auf. Direkt daneben. Das sieht halt quasi genauso aus, bloß in, ja, was ist das, so ein Lila, würde ich sagen. Und mittlerweile haben wir ja auch aus der zweiten Season aus Shadowlands 1. Dann gibt es noch hier aus der, was ist denn das, vierte Season Shadowlands. Und das hier ist aus der dritten Season Shadowlands. Schauen wir mal rein. Also ihr seht, die aus Shadowlands waren ein bisschen schmaler gehalten, auch in verschiedenen Farbvarianten. Und die sind jetzt hier so ein bisschen, ja, ein bisschen breiter, haben quasi hier auch nochmal so unterteilte Sektionen. Und ja, ich denke mal, das von der Season 3, ach so, schau mal, lustig, das hat ein Ding, zwei, und das wahrscheinlich von Season 3 wird wahrscheinlich drei Dinge haben. Ich finde die von der also aus Dragonflights tatsächlich cooler, schauen ein bisschen besser aus als die alten. Und ja,
es ist jetzt nichts super duper Tolles, aber es ist halt eine Geschichte, die man dann nicht mehr kriegen kann und vielleicht für die nächsten Seasons. Meldet ihr euch auch mal an, sucht ein paar Leute. Vielleicht könnt ihr auch unter dem Video den einen oder anderen finden, der das mitmachen will. Und ja, das war es eigentlich mit dem kleinen Videoguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.